Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus 1. Johannes 5, die Verse 11 bis 13. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ja, ganz sicheres Wort, was hier Johannes schreibt. Also wenn wir den Sohn haben, dann haben wir das ewige Leben. Aber wie ist es praktisch? Wenn man so jemand fragt, hast du den Sohn, hast du das ewige Leben? Dann ist der eine oder andere, der zweifelt, sagt, ja, ich weiß es nicht so sicher. Schaut man aber, wenn jemand zum Beispiel verheiratet ist und man fragt ihn, bist du verheiratet? Dann weiß er sicher, dass er verheiratet ist oder auch nicht. Oder schaut mal, wie es ist, wenn ein Sohn von zu Hause weggeht. Ja? Er hat irgendwie diese Gemeinschaft abgebrochen, ist so nicht richtig mit der Familie mehr. Aber die Beziehung als Sohn, die bleibt. Weil die Gemeinschaft nicht da ist, hat er keine Freude der Sohnschaft. So ist es manchmal auch mit den Kindern Gottes. Sie sind Kinder Gottes geworden, aber diese Gemeinschaft ist nicht so richtig. Und dann sind sie betrübt und haben nicht die Freude dieser Erlösung. Ich möchte, dass wir hier ein paar Punkte betrachten. Bei uns sind so viele Gedanken manchmal. Wir denken über eines, über das andere und dann kommen die Gedanken. Und manchmal kommen die Gedanken auch vom Teufel. Und der Teufel, wir lesen in Johannes 8, 44, der ist der Vater der Lüge. Und manchmal kommen so falsche Gedanken, da muss man unterscheiden. Und dann spricht der Heilige Geist an uns, dass wir eigentlich diese zwei Sachen unterscheiden. Und manchmal kommt eine berechtigte Beschuldigung und die Gedanken kommen, schau mal, du hast hier nicht richtig gehandelt. Das war eine Sünde. Du hast jemanden beleidigt. Das war nicht richtig. Du hast hier nicht richtig gesprochen. Oder noch, was sollen wir dann machen? Es passiert. Sind wir dann nicht mehr die Kinder Gottes? Schau mal, was schreibt jetzt Johannes in 1. Johannes 1, 8 bis 9. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Also wir merken, wir haben etwas falsch getan. Dann bieten wir bei Gott um Vergebung. Wir bieten bei der Person um Vergebung, der es was getan hat, wo ich falsch was getan habe. Und alles ist wieder so weit, dass wir können wieder Gott im Gebet wirklich anschauen, den Menschen in den Augen sehen. Das ist geregelt. Aber es gibt manchmal auch solche Beschuldigungen, die keinen Raum haben. Und der Teufel, der macht manchmal, man hat gar nicht etwas Böses wollen, es ist böse rausgekommen. Und dann muss man eigentlich wieder sagen, nein, ich bin dein Kind, Herr Jesus. Ja, was möglich von mir ist, will ich gut machen. Aber ich bin dein Sohn, ich bin dein Kind, ich habe das ewige Leben, ich gehe mit dir weiter mein ganzes Leben. Und was hier aber auch so ganz wichtig ist, dass man es weiß, weil es kommt nicht nur, weil es ein Gefühl ist. Gefühle, die werden sich auch unterordnen uns. Also Gefühle, die, wenn man arbeitet an sich selber, dann hat man auch positive Gefühle. Manchmal lässt man einfach, dass diese Gefühle dich immer unterdrücken. Nein, da muss man sie beherrschen. Die Gefühle, das ist eine gute Sache, bloß die müssen uns unter Kontrolle sein, aber die nicht die Gefühle uns unter Kontrolle haben. Ich denke immer wieder an diese Frau von Billy Graham, die als Kind bekehrt war und so. Man fragte sich, ja, wie warst du bekehrt? Die wusste nicht genau den Tag, wann es passiert ist. Und dann sagte ich, ich weiß nicht, wo die Sonne kommt, aber ich weiß, dass sie scheint. Und ich weiß, dass Jesus in mir ist. Es ist so wichtig, diese Sachen zu wissen. Was wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft mit Gott pflegen. Die Beziehung haben wir, aber die Gemeinschaft aber mit ihm haben wir nicht. Und dann müssen wir stille werden. Schau mal, was Psalmist sagt, Psalm 46, 10. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Also, wir sollen manchmal stille werden. Schau mal, wenn jemand so will tanken und er kommt zur Tankstelle und er fährt um die Tankstelle, um die Säule und sagt, ich will getankt werden, ich will getankt werden. Aber es kann nicht passieren, man muss stehen bleiben und dann muss man erst beginnen tanken und irgendwann ist der Tank voll, dann macht man wieder den Deckel zu, hängt die Säule ab und dann kann weitergehen. Das ist ganz wichtig, stille werden. Schaut mal, was Apostel Paulus in 1. Korinther 1, 9 sagt. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unserem Herrn.
Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm pflegen. Die Beziehung, wir sind Gottes Kinder geworden. Wir glauben an ihn, wir haben ihn angenommen. Wir wussten, dass wir ohne Jesus nicht durchkommen. Deswegen haben wir zu ihm gefleht, wir haben uns bekehrt, wir haben ihn aufgenommen. Und jetzt ist die Sache, bleiben in ihm. Diese Gemeinschaft jeden Tag pflegen, lesen, ihm sagen. Wenn es etwas passiert ist, was wir falsch getan haben, um Vergebung bitten. Wenn es aber einfach ständig nur rumgrübeln an sich selber, das ist auch nicht normal. Wir sollen uns freuen. Wirklich, wir sind berufen zur Freude mit dem Herrn. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was jeder jeden Tag praktizieren soll. Und die anderen ermutigen, einfach mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist die schönste Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft selber mit dem Gott aller Welten, mit dem einzigen Gott. Und das ist so groß. Ich wünsche es jedem von ganzem Herzen.